Also Leute, dann starten wir rein zu unserem Domian. Miriam. Miriam ist 20. Guten Morgen, Miriam. Hallo Domian. Hallo Miriam. Ja. Um was? Also hört sich mal von der Stimme her eigentlich nicht an. Ne? Also jetzt im Sinne von nicht irgendwie wie so eine ausgefressene Hexe oder der, was irgendwie kleine Kinder frisst zum Frühstück, sondern normal. Was geht's denn bei dir? Und zwar, ich wollte über meinen Freund sprechen und über unsere bzw. meine Vorlieben. Aber ich muss jetzt gleich einmal, bevor sie jetzt anfängt, darüber reden. Wer kommt darauf? Welche 20-jährige Frau, nennen wir es mal Frau, eigentlich noch fast Mädchen mit 20, kommt auf den Einfall, ich gehe jetzt zum Domian, der wo es im TV ausgestrahlt wird, und erzähle voller Freude, dass ich drauf stehe, wenn mein Freund sich nicht wäscht und ich das brauche, dass er stinkt. Was genau muss da oben schieflaufen? Wisst ihr, was ich meine? Wer kommt auf die Idee? Ich meine, Shane freut mich für ihrer, wenn sie es gern gestunkert mag, aber muss ich das in die Welt auszutragen? Gerne, leg los. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also mein Freund ist jetzt nicht so gepflegt wie andere vielleicht. Stinkt der? Ja. So trocken. So trocken. Stinkt der? Ja. Ob er gerade glücklich darüber ist, was seine Freundin da so macht. Wie, er stinkt? Wo stinkt er? An Füßen? Überall. Überall. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, weil jetzt gerade das Thema aufgekommen ist, das ist doch alles gespielt. Leute, da kommen Sachen, das kannst du dir nicht ausdenken. Das musst du erleben, damit du das erzählen kannst. Wer kommt auf die Idee zum sagen, ey, weißt du was, heute hätte ich gesagt in der Serie, lass mal irgendein Dirndl anrufen, der was uns voller Freude erzählt, dass sie ihr Freund nicht wurscht und sie das geil findet. Also das kann nicht erfunden sein. Man glaubt zwar nicht, dass es wahr ist, aber man glaubt, also es kann auch nicht erfunden sein. Auf das kommt nämlich kein normaler Mensch. Okay? Und es sind auch immer andere Stimmen. Genau, also ja. Er wäscht sich weder die Füße noch den Po noch unter den Arm. Also er wäscht sich schon, aber halt nicht so oft wie andere. Ich sag mal so alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen? Genau, ja. Boah. Alter, im Hochsommer, 2 Wochen lang 36 Grad im Schoden und er wäscht sich noch einmal in den 2 Wochen. Alter Schwede. Alter, die Bettdecken, wenn sie der unter die Decken legt, das schwebt. Die Dämpfe, was sie da entwickeln. Ein Komposthaufen entwickelt nicht solche Gase wie der Mensch, wenn sie der 2 Wochen lang im Sommer nicht wascht. Nur, da jetzt auch, besser gesagt, ein anderes Thema. Jetzt unabhängig davon, ob sie drauf steht und das mag. Der kann doch nicht wirklich einen Job haben. Du kannst dir nicht erzählen, dass dein Arbeitgeber oder allgemein in der Öffentlichkeit, dass du da nicht angesprochen wirst drauf, wenn du die 2 Wochen lang nicht waschst. Das riecht doch jeder, nicht nur weil sie drauf steht, sondern so wie du aus der Tür aussiehst und Menschen begegnet, das muss ja fallen, Alter, wie so 100-jährige Eier. Was ist das denn für ein Schwein? Wie lange bist du mit dem schon zusammen? Also jetzt ungefähr ein Jahr. Und weißt du, warum ich auch nicht glaube, dass das gescriptet ist? Weil wenn ich da jetzt da als gescripteter Anrufer anrufen muss und die Story so umbringen muss wie sie gerade, dann stirb ich da ja ganz normal weg dabei. Das kann ich ja niemals ernsthaft so erzählen. Und das stört dich nicht? Nee, ganz im Gegenteil. Also vorher hat er sich ein bisschen mehr gepflegt, aber ich bin halt so, mir gefällt es halt einfach, wenn er sich nicht so oft wäscht. Ach und so. Wenn er halt auch fittige Haare hat zum Beispiel und seitdem geht er dann halt nur noch alle 2 Wochen duschen. Also sie steht auf fettige Haare, okay. Also hat sich das so als Fetisch entwickelt? Du stehst auf starke Geruchsbildung. Genau, ja. Bei Männern. Ja, genau. Wie alt ist er? Er ist 28. Ja. Du sagst fettige Haare, das heißt, er trägt die Haare lang. Genau, also er hat ungefähr schulterlange Haare und hat die auch immer offen und ja. Und die wäscht er sich dann auch höchstens alle 3 Wochen mal, wenn überhaupt? Ja, genau. Also wenn er duschen geht, dann wäscht er sich halt komplett und dann halt wieder gar nicht. Was macht denn dein Freund vom Beruf? Also zurzeit ist er arbeitssuchend, macht aber jetzt zurzeit ein Praktikum. Er wird auch weiter suchend bleiben, weil wie stellt man sich eine Bewerbung vor, wenn der da als ungepflegter, gestunkene Drecksau beim Bewerbungsgespräch auftaucht? Da kaut er einen Lebenslauf um, der was dicker ist wie die Bibel. Das erste Bützöd. Gut, sagen wir jetzt mal ausnahmsweise, er wascht sich genau an den einen Tag, weil er dort die Bewerbung hat.
Alter, der ist noch 2 Wochen gekündigt. Wenn der sogar lange Haare trägt, damit die schön fettig werden, das sieht doch jeder. Das, es gibt, oder wo will der arbeiten? Der kann maximal, Alter, in Sibirien arbeiten auf einem Grabenkutter. Dort ist wurscht. Aber in einem normalen Job in Deutschland nimmt den keine Sau, wenn er so eine Drecksau ist. Seit einer Woche. Und ja, das muss ich natürlich. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht als Koch oder als Nee. Nee. Wo macht er ein Praktikum? Im Kindergarten. Was für ein Kindergarten nimmt so eine Person für ein Praktikum? Die armen Kinder, was lernen die da? Mama, der neue Kindergärtner stinkt ganz viel und seine Haare tropfen schon vor lauter Fett. Ist das normal? Ehrlich jetzt da. Was für ein normaler Kindergarten nimmt so jemanden fürs Praktikum? Wie ekelhaft wüssten seid die armen Kinder? Ja, das war auch nur kein schönes Vorbild für die Kinder. Wenn der Onkel stinkt und die Kinder immer mit dem zu tun haben. Ja, also da muss er sich leider halt auch etwas mehr duschen. Ja, in der Tat. Die Arme, jetzt habe ich fast Mitleid auch noch mit dir. Jetzt muss sich der waschen. Dass man das ihr überhaupt zumuten kann. Ihr Freund muss sich waschen. Miriam, mein Beileid auf jeden Fall, von der ganzen Community, wir wünschen dir... Miriam, falls er da zu hygienisch wird, es gibt tatsächlich Friedhöfe und wenn du so 3-4 Wochen wartest nach einem Begräbnis, glaub mir, der entwickelt eine Geruchsbildung, das wird die so nass machen wie die Niagara-Fälle. Glaub mir das, da rinnt es nur noch so. Und vor allem die Gase, wenn du den Sarg aufmachst, die können die Heim dran, so extrem sind die. Also das war genau das, was du willst, oder? Ich meine, klar, nimm mal hier selber 2 Bambussteckerl mit, dass der ihm so hinige Nudel, die was wahrscheinlich schon ein paar Löcher hat, noch festbinden kannst, damit es irgendwie steht. Aber prinzipiell ist das doch genau das, was du eigentlich suchst, oder, Madame? Hat er da nicht schon Anpfiff bekommen von der Kindergartenleitung? Doch, also er wurde, ich glaube, das war vorgestern, da wurde er darauf angesprochen. Ja. Ja, das denke ich mir auch, dass er darauf angesprochen worden ist, wenn er fällt, dass wie ein hinniger Ut ist, der was seit 2 Wochen in der Sonne dahin verwest auf dem Asphalt. Ist doch klar, dass er darauf angesprochen wird. Fun Fact, Leute, kurze Real-Life-Story, wieder von Mark Ray, sein Leben. Ich war ja 7 Jahre lang beim UPS, ne? Und auch dort habe ich Arbeitskollegen gehabt. Und auch dort war ein Kollege dabei, auch schon älter, so Mitte 40. Für den war Körperhygiene auch eine Fremdsprache. Und das ist auch so weit gegangen, wir haben es nur gesehen, also man hat ihn nur gesehen, so wie alle in der Früh, wenn wir die Autos vorbereitet haben für die Tour. Und dann auf die Nacht maximal, wenn wir zurück waren, wieder zum Auschecken, auf gut Deutsch gesagt. Aber man hat schon in der Früh, obwohl schaut her, wir haben immer geladen, mehr oder weniger im Freien. Deswegen hat man das jetzt nicht gerochen so extrem. Und er war immer in kompletter Montur. Wahrscheinlich, wenn er die Jacken ausgezogen hätte, hätte man ein Geräusch gehört, das würdest du Mineralwasserflaschen aufmachen. Wisst ihr? Aber der hat er Gott sei Dank auch im Sommer zulassen. Ja, er hat im Sommer Jacken gehabt, das sagt eh schon ziemlich viel. Aber da wurde regelmäßig angerufen von Kunden, wo wir zugestellt haben, dass der so viel fährt, dass sie bitte einen anderen Fahrer schicken möchten, weil wir haben ja natürlich auch Geschäft dazugestellt, denn der Fahrer verkrault Kunden mit seinem Körpergeruch. Den haben unsere Chefleute dazu nötigen müssen, dass er sich wäscht, weil er sonst die Fristlose bekommen hätte. Also, es ist jetzt nicht einmal so eine Seltenheit, dass es gibt wirklich solche Dreckschweine. Also, er wäscht sich nicht, wäscht er auch seine Wäsche nicht und wechselt die Wäsche auch nicht? Also, das macht er schon, aber halt auch so, ich sag mal, jede Woche vielleicht ungefähr. Was, der hat eine Woche lang auch das gleiche Gewand an. Leute! Wenn der seine Unterhosen auszieht, hat der auch Bradelfetten drinnen. Wenn der sie nur alle 2-3 Wochen wascht, Alter, und die Unterhosen nur einmal in der Woche wechselt, dann entsteht dort neues Leben. Versteht ihr mich? Ein Land vor unserer Zeit, in seiner Unterflagge, dort grasen Mini-Dinosaurier. Wie ekelhaft willst du eigentlich sein? Achso, jede Woche mal eine neue Unterhose. So kann man sagen. Jetzt, okay, ja. Liebe Miriam. Was sich da unten an Bakterien entwickelt, das will keiner mehr, das kannst du dir nicht vorstellen, Alter. Also wenn es Vampire wirklich gibt, dann lände in seiner Unterflagge. Jetzt erklär uns doch mal bitte, was dich daran anmacht. Ich kann es nicht so genau erklären. Also das ganze Erscheinungsbild finde ich einfach total toll. Also er hat fettige Haare, wie gesagt. Mhm. Hat halt auch sehr unreine Haut. Ich denke mal, durch das, dass er sich nicht so pflegt.
Alter, im Winter kannst du deine Ski auf seiner Hand wachsen. Ganz normal. Gehst her, nimmst den Ski, fährst zweimal drüber, Alter, und du ziehst mit 150 die Pisten auf. Was ist denn her für ein Drecksau? Er hat auch sehr viele Pickel und ein bisschen Akne und... Yeah, Alter, Pickel, Akne, Alter. Beim Sie einmal andruckt, hat sie auf einmal einen halben Liter Eiter in der Hand. Wie geil ist denn das? Weil das wird ja immer mehr, wenn's dich nicht wascht. Der muss ja Zysten an seinem Körper haben, Alter. Da glaubst du wirklich, Alter, wah! Ekelhaft! Und sie freut das voll! Also macht ja auch nichts aus. Nee, das finde ich auch total gut. Und einfach dieser starke Körpergeruch. Also, dieser starke Körpergeruch empfindest du auch als Gestank? Aber als ein Gestank, der dir gut gefällt. Genau, ja, genau. So gut gefällt, dass dich das erotisch anmacht, sexuell, antört. Ja, also auf jeden Fall, ja. Wir waren gerade bei dem Gesicht. Wie ist es denn mit der Zahnpflege? Mein Lieblingsthema. Wie ist es mit der Zahnpflege? also da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Zähneputzen tut da, glaube ich, so alle... 4 Tage ungefähr. Oh, der Belag, meine Damen und Herren. Schrecklich. Da muss der da aus dem Mund stinken, wie ein alter Ochse. Also, die letzte Zeit koche ich auch immer für ihn und auch meistens irgendwas mit Knoblauch. Dann überdeckt das den Geruch. Nee, also das riecht dann noch mehr, ganz im Gegenteil. Ach so, ja, stimmt. Ja. So, jetzt... Gehen wir noch weiter mal durch die Körperregionen. Das heißt, wenn der sich im Intimbereich auch nie wäscht, ist das ja wirklich ein extrem starker Geruch. Auch dieser ganz starke Geruch turnt dich nicht ab, sondern an. Genau, also erst recht, ja. Und du kannst es nicht erklären, warum das so ist? Oh Gott, also ich kann es nicht erklären, aber es war eigentlich schon immer so. Auch bei meinen vorherigen Freunden, die waren zwar etwas gepflegter, aber... Mir würde jetzt interessieren, wie sie zur Körperhygiene steht. Ist nur er Drecksau und stinkt oder macht sie es selber gleich? Ich fand es einfach schon immer total anziehend. Ein bisschen weiter runter, Stichwort Füße. Ja. Was nimmst du da bei deinem Freund wahr? Ja, die Füße wäscht er sich eigentlich auch nicht so oft. Halt. Naja, wenn er sich nur alle 2 Wochen wäscht, dann werden auch alle Körperregionen damit gemeint sein. Ich glaube jetzt nicht, dass er mit dem Waschlappen hergeht und jeden Tag in kleinen linken Zehen wascht, weil der muss sauber sein. Ja, nur wenn er duschen geht und da achte ich jetzt nicht so sehr drauf, aber im Sommer zum Beispiel, wenn es jetzt warm ist und man halt auch da sehr stark schwitzt, dann finde ich das halt auch schon total, dass es gut riecht. Ich meine, jeder, was er will, gell? Also ich will jetzt überhaupt nicht diskriminierend oder so rumkommen. Aber Mädchen, du brauchst Hilfe. Das heißt, wenn ein Mann sich... so richtig gut pflegt, wie man das so eigentlich macht, der hätte bei dir gar keine Schnitte. Nee. Ich vermute mal auch, dass dein Freund nicht, so wie das ja so modemäßig üblich ist, im Intimbereich rasiert ist. Also ich sage jetzt einmal so viel, weil ich gerade liest, das ist ja ungesund. Also ich weiß, dass viele Studien bewiesen haben, dass sich am Tag 2-3 Mal duschen auch nicht gesund ist, weil du die Schutzschicht deines eigenen Körpers, also deiner Haut, damit einfach jedes Mal abwäscht und dadurch viel anfälliger für Krankheiten und weiß nicht was bist. Aber wenn man sie alle 2 Wochen nicht wascht, dann ist es genau sicher 10-mal noch schädlicher. Also übertriebene Hygiene im Sinne von 3-mal am Tag duschen, gell, soll auch nicht gesund sein für den Körper. Habe ich so gelesen. Nicht, dass ich jetzt da sage, ihr seid alle Schweine, sondern das habe ich so gelesen. Es ist wissenschaftlich belegt worden, dass das nicht gut für die Haut ist. Der hat Haare dort unten. Ja, der ist überall sehr stark behaart. Der hat nicht nur Haar da unten, Alter, der hat ein Bigfoot da unten, okay? Da unten wuchert es wie im Dschungel wahrscheinlich. Jetzt möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, naja, ich frage dich trotzdem, wie ist denn das, wenn du mit deinem Freund oral hast? Oh Gott, die große Frage. Alter, wenn der sein Nudel... 1 Minute in den Suppentopf reinhalt, wenn da Wasser drin ist, dann ist die Rindsuppe fertig. Da brauchst du nichts mehr für den Geschmack. Also ganz normal, wie bei anderen Pärchen auch. Ja. Also das stört mich ja nicht. Ich finde es ja dann nur noch toller. Ja, ist dein Freund beschnitten? Nee. Nee. Alter Fetzen, Alter. Nicht mal das. Also das heißt, wir wollen es uns gar nicht vorstellen. Miriam, du bist aber drauf. Nur hat natürlich dein Freund, hat er sich jetzt dir angepasst
Oder ist der generell schon so gepolt? Also, als ich ihn kennengelernt habe, da war er auch schon so. Aber ich denke mal, seit er mich halt kennt, hat er es natürlich noch, ja, verschlimmert, würde ich jetzt sagen. Gibt es denn so eine Grenze, wo du sagst, naja, jetzt langt's mir auch. Jetzt muss etwas geschehen. Ja, wenn er die Augen nicht mehr zukriegt, weil er 3 cm fette Krusten von lauter Schweiß und Dreck schon hat. Auch nicht mehr aufkriegt. Also eine Grenze wird es da vielleicht irgendwie schon geben, aber ich habe jetzt noch keine bei ihm erlebt oder so. Mhm. Also wenn ihr beiden jetzt alleine irgendwo, ganz alleine auf einer einsamen Insel leben würdet, könnte das vielleicht sogar wochenlang so gehen, dass er sich nicht wäscht und das würde dir gefallen, das könnte sein. Ja, genau. Ja. Habt ihr denn ganz normal miteinander? Ja. Das geht da nicht weiter in so einen SM-Bereich oder irgendwelche anderen Fetische, das nicht. Wem erzählst du davon? Kalindrom, wie gesagt, also wenn wir jetzt darüber diskutieren gehen, warum die Leute sowas überhaupt erzählen, dann wären wir nicht fertig. Also ich glaube, das muss schon psychisch ein gewisses Problemchen haben. Also selbst wenn ich jetzt selber irgendeine Neigung hätte, wo ich eigentlich weiß, dass es in der Öffentlichkeit sicher verpönt ist, dann komme ich doch niemals auf die Idee, dass ich da auftritt und das voller Stolz dazu. Also da müssen schon einige Schrauben locker sein tatsächlich. Also alle kann man nicht haben, wenn man sowas beim Domien direkt in einer Live-Show erzählt, in meinen Augen. Aber ja, jeder wie er will, ne? Für das gibt's hat's die Show Your Game. Ja, meine beste Freundin weiß davon. Ja. Dann vielleicht Freunde von ihm, glaube ich, aber sonst habe ich jetzt niemandem so großartig davon erzählt. Aber ich denke, das sieht man ja auch, wenn man ihn sieht. Ja. Und dann sieht man auch, dass er sich halt nicht so oft duscht. Also wenn man sich 2 Wochen nicht wascht und lange Haare noch dazu hat, dann sieht man das sehr offensichtlich. Da muss man nichts mehr erzählen. Was sagt die beste Freundin dazu? Also die kann es gar nicht verstehen. Ich kann es ja auch nicht verstehen, aber so ist es manchmal, dass man so Sachen nicht verstehen kann. Ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du dich aber schon normal pflegst. Oder wie ist das? Genau, also das mache ich. Ich arbeite ja auch und da muss ich mich halt auch einfach dementsprechend pflegen. Ja, das heißt... Heißt das jetzt, weil sie muss oder macht sie von sich aus, weil sie es selber ranzig findet, wenn sie stinkt? Das würde mich interessieren. Latex, wie pflegst du dich? Ja, duschen zum Beispiel jeden Tag alle Tage und ja... Würde dein Freund das denn auch gerne sehen, wenn du auch ein bisschen schmuddeliger wärst? Ich denke schon, ja. Ah ja. Wurde der Wunsch denn schon geäußert, hier lass doch mal die Dusche sein oder im Urlaub vielleicht mal, wir duschen gar nicht mehr? Also so ganz direkt jetzt nicht, aber ich gehe halt mal davon aus, dass es ihm halt auch gefallen würde. Ja. Weißt du denn, ob das ihm bei sich selbst auch gefällt? Ich meine, er neue Online-Challenge. Scheiß auf Sü-Streaming, Alter, riecht an Miriams Freund. Riecht sich ja selbst auch. Leckt sie am einmal über den Oberarm. Auch dann den starken Geruch. Also das habe ich ihn noch nicht gefragt, aber er war ja vorher auch schon so. Ich gehe mal davon aus, dass ihn das zumindest nicht stört. Genau. Ja. Genau. Ja, Miriam, hier in Köln sagen wir, jeder Jack ist anders. Und so bist du auch ein Jack, der ganz anders ist. Ja. Das ist ein ungewöhnlicher Fetisch. Gibt es, glaube ich, nicht so oft. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch oft, die Leute reden nur nicht darüber. Ist natürlich, wie gesagt, wie ich es gerade schon sagte, ein Glücksfall, dass ihr beide euch auch gerade so zusammen gefunden habt. Sonst wäre das ja ein Drama. Wenn du jetzt darauf stehen würdest, dass er mal reinig wäre und er will das nicht, dann wäre die Beziehung, glaube ich, schon schnell zu Ende. Ja, das stimmt. Also das war schon ein Problem. Und er muss sich natürlich dann auch anpassen, wenn er in diesem, vielleicht in dem Job dann später arbeiten will, wo er jetzt das Praktikum macht. Dann muss man sich ja ein bisschen pflegen. Ja, Miriam, dann viel Spaß mit deinem Stinker. Ja. Weiterhin. Und danke für deinen Anruf und alles Gute. Heftig. Heftig. Mehr wie heftig tatsächlich. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.